Das Halo Top Space Candy Eis ist eingetroffen. Und Triple Chocolate Cake aus der Platinum-Serie. Es hat mehr Kalorien, also schauen wir mal, wie es jetzt schmeckt. Willkommen bei der Food Show! Ihr habt es im Vorspann schon gesehen und natürlich auf dem Bild. Es gibt Halo Top. Diesmal aber nicht in einer kalorienreduzierten Variante, so wie man Halo Top kennt, sondern wirklich mit Kalorien. So wie Eis normalerweise ist. Das ist die Platinum-Serie, einmal in der Version Triple Chocolate Cake und einmal in Space Candy. Hat auch so einen glänzenden Glitzerdeckel, den müsstet ihr, glaube ich, ganz gut sehen können. Ja, was das mit genau auf sich hat, habe ich noch nicht herausgefunden. Warum Halo Top auf einmal zwei Eissorten raus und sogar drei? Es soll noch die Monster Cookie-Version geben, die habe ich aber nirgendwo gefunden. Ja, die beiden habe ich von Netto, als sie in Aktion waren. Aber was das damit auf sich hat, warum Halo Top auf einmal Eis produziert, was nicht mehr hier 200 oder so stehen hat, sondern wirklich fast 700, keine Ahnung. Aber egal, wir wollten ausprobieren, wie es schmeckt. Was ist es? Das erste ist ein Eis mit Milchfrier-Fatschwirbel, Schokoladenstückchen und Zucker und Süßungsmitteln. Und das zweite, das Space Candy, ist ein Eis mit Zucker, Reissirupmasse, knisternder Zuckerwaren und Zucker und Süßungsmittel. Also völlig unterschiedlich, knallsüß und knisternd gegen Schokolade mit Schokolade und Schokolade. Nährwerte habt ihr ja gerade schon gelesen, ihr seht es ja pro Becher. Auf 100 Gramm, wenn man es umrechnet, wären es hier 170 und hier wären es 173. Wir gehen in die Nahaufnahme, ihr guckt euch das Eis einmal an und dann danach probieren wir es, weil dann wissen wir, ob es schmeckt und ob es sich überhaupt lohnt. Darum, bis gleich. Und wir gucken uns die beiden Sorten einmal an. Hier einmal das Triple Chocolate Cake. Das seht ihr auch jetzt hier. Ich nehme mal meine Hand weg. Ihr seht also Schokolade. Da seht ihr jetzt einen schönen Keks. Da drin seht ihr nochmal Schokoladenswirl. Und das Space Candy. Es schmilzt mir jetzt hier auch langsam. Seht ihr auch noch diese Stückchen, die helle Farben. Die Becher glitzern schön. Ich mache euch nochmal den Deckel auf, damit ihr so nochmal reingucken könnt. Und bei Space Candy sieht das Ganze von innen so aus. Also, ihr seht genug von dem Eis. Ich zeige euch jetzt nochmal die Zutaten und die Nährwerte. Moment. Selber mal gucken, wo hier die deutsche Beschreibung ist. Da. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Aber mein Fokus will das jetzt gerade nicht so, wie ich das will. Moment, ich muss hier gerade mal umbauen. So. Und hier kommen die Nährwerte. Und einmal das Triple Chocolate. Die Nährwerte. So, und jetzt schnell wieder rein, damit wir es probieren können. Und da sind wir wieder und jetzt probieren wir sie aus, die beiden. Wir fangen an mit erst süß oder erst schokoladig. Wir fangen erst mit süß an. Das Schokolade ist, glaube ich, ein bisschen einfacher danach. Ich hatte es ja gerade schon mal offen, das ist noch hier der Becher. Da muss ich auch aufpassen, dass es mir nicht komplett weggeschmolzen ist. Ist aber wieder gut fest geworden. Ja, probieren wir doch mal direkt rein. Ups. Das Ding direkt aus. Es riecht schon mega süß. Also es riecht so wirklich, ob da ein bisschen Zuckerwatte drin wäre, so nach dem Prinzip. Aber mal gucken. Knistert auf jeden Fall. Das ist gar nicht schlecht. Also im ersten Moment versuchst du so den Geschmack zu identifizieren. Aber an sich ist das echt nur ein Zuckereis. Es ist ein Eis mit Zucker, was ein bisschen gefärbt ist. Wenn man, na, sieht man nicht so gut, denke ich mal, in der Kamera. Es glitzert wirklich ein bisschen. Also ist auch wirklich so ein bisschen Glitzereffekt drin. Es ist lecker. Also ich würde es jetzt auch weiter essen. Man sieht es ja gerade.
Es ist halt... Also, was ist hier raus? Es ist mal wirklich was anderes vom Eis. Es ist wirklich ein reines Zuckereis. Es ist wirklich nur... Du hast überall diesen zuckrigen Geschmack. Es ist wirklich nur Sahneeis mit Zucker. Und sonst ist das nur ein bisschen gefärbt. Das ist so ein Grunddenken... Oh, es knistert immer noch. Das ist das einzig Geile daran. Muss man sagen. Das Knistern reißt es halt raus, weil es damit nochmal was Besonderes wird. Die Farbe ist lustig, es schmeckt süßlich, es ist jetzt nicht die mega Errungenschaft, ist trotzdem lecker, plus dieses Knistereffekt, den du ab und zu dann immer noch an irgendeiner Stelle noch hast. Finde ich es aber echt lecker und gut gelungen und sollte man echt mal ausprobieren, wenn man sieht, weiß man wirklich was anderes ist vom Eis. Kriegt 4,5 von 5 Punkten. Ich wirklich selten, dass man da mal was Neues erlebt bei Eis. Also es ist wirklich lecker. 4,5 von 5 kann ich wirklich mal empfehlen. Würde ich mir vielleicht nicht ständig kaufen, aber es ist mal was anderes und auch geschmacklich was anderes. Und dann jetzt hier der Schokoladenbecher, der eh mega gefüllt war. Ich versuche das jetzt mal hier vom Rand direkt mal wegzumachen, damit das mir hier so rumläuft. Also du hast... Ach, kalt, kalt. Kein Gefrierbrand oder Gehirnbrand kriegen. Und leckeres Schokoladeneis. Muss ich sagen, es schmeckt ein bisschen... Ja, es soll nicht böse klingen. Billig. Es schmeckt nach so einem billigen Schokoladeneis. Ich finde es auch ein bisschen wässrig. Es könnte cremiger sein, dadurch schmeckt mir wässrig als cremig. Ich gehe jetzt mal hier in die Mitte, da wo es am besten gefroren sein müsste. Das ist okay, finde ich aber gar nicht so geil. Also ich hätte mir schokoladiger noch mehr erwartet, also bei Triple Chocolate. Und mit mehr Wumms, also... Es schmeckt nach so einer leicht wässrigen Schokoladeneis. Das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte mir mehr erwartet. Milchsahne ist zwar ein Sahneeis, aber es schmeckt wässrig. Warum auch immer. Schokolade schmeckst du die ganze Zeit. Du hast ein schokoladenweiches Stückchen, du hast harte Stückchen, du hast den Swirl, du hast das Schokoladeneis. Aber es ist an sich so ein Einheitsgeschmack, der sich nicht großartig unterscheidet. Ich hätte es dann cool gefunden, wenn wirklich der Schokoladenstückchen, was ich beiße, einen anderen Schokoladengeschmack hat als das Eis, damit es so ein bisschen raussticht. Finde ich geschmacklich ganz okay. Würde ich mir aber nicht wieder kaufen, habe ich schon besseres Schokoladeneis gegessen, auch wenn es nur Schokolade ist. Das finde ich ein bisschen schade. Kriegt von mir auch nur 3 von 5 Punkten. Ja, 3 von 5, genau. Aber Space Candy hat mich echt überzeugt, weil das war wirklich, da passiert was im Mund. Da hast du wirklich, du suchst nach dem Geschmack, du hast das Knistern, du hast den Crunch. Finde ich besser von beiden. Also gibt es ab sofort im Handel, wenn ihr so ab und zu noch seht. Wie gesagt, war Aktionsware, wird denke ich mal auch so zu Edeka und so mal wie ein Standardsortiment dann immer kommen. Sehr, sehr lecker. Empfehle ich euch. Probiert beide auf jeden Fall mal aus, wenn ihr Halo Top mögt. Und wenn ihr schon ausprobiert habt, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos bei der Food Show. Bis bald. Ciao, euer Bob.